Ich hatte in Amsterdam ein 400 Quadratmeter Wohnbüro. 400 Quadratmeter. Ich wohnte da vor 3,5 Jahren. Ja. Und dann ich wollte hier umziehen und ich hatte enorme Schwierigkeiten, etwas zu finden. Wie ist es dazu gekommen, dass du von Amsterdam hierhin umgezogen bist? Wegen Arbeit. Ich bin Opernsänger und Schauspieler. Und ich mag sehr viel Konzerte in Pop, E-Musik und U-Musik. Unterhaltungsmusik. Was sind das denn für irre Klamotten? Well, ich habe Elvis gespielt 400 Mal. Ja, das ist schön, oder? Du hast Elvis gespielt? Ich habe im Wettbewerb gewonnen als der beste Straßensänger in Amerika. Ich hatte Lampenfieber für Vorsingen. So ich sang in der U-Bahn in New York. Und ich bin von Grand Central Station in Carnegie Hall gelandet. Vermisst du Amerika nicht? Ich vermisse New York. New York ist anders als Amerika. Ja. Ja, es ist eine Welt an und für sich. Ja. Und ich vermisse diesen Puls, diese Energie. Aha. Es ist sehr angenehm, ja, es ist männlich irgendwie und ich mag die Farben. Ja, genau das fand ich nämlich auch, dass diese warme und trotzdem coole Atmosphäre, dieses Kupfer, Gold, es ist ja sehr bronzefarben irgendwo, finde ich, sehr edel rüberkommt. Es gefällt mir sehr, ich würde gerne einen Cocktail trinken hier. Ein Cocktail will er trinken, ich will die Wände streichen. Muss ich Wände streichen? Ja, natürlich. Ah ja, bitte. Wir arbeiten da noch dran. Ich bin so ein Schwein, wenn ich male. Deswegen hat man ja auch manchmal Schutzkleidung. Ja, das ist eine gute Idee. Obwohl, ich kann selbst im Minirock streichen und mache ich nicht. Du mit Sicherheit, ich in einem Minirock, das wird wirklich hässlich. Wieso? Ja, einmal habe ich in einem Musical einen Travestie-Künstler gespielt. Und ich habe den Video nie angeschaut, weil ich in meinem Kopf, ich war wunderschön. Aber dann habe ich mich gesehen mit deinen Kleidern. Ich habe Beine wie ein Fußballer und diese Rücken wie ein Bodybuilder. Und ich war die hässlichste Frau, die es jemals gab. Und ich war sehr enttäuscht. Ja, es ist wunderschön. Wie in der Bar. Ja, eigentlich schon. Es ist sehr, sehr dieselbe Farben, Farbfamilie. Gefällt mir sehr. Und auch du siehst wieder aus wie ein Mark Tenor, oder? Ist besser für dich so. Eine Bildung ist auch keine Bildung, oder? Ja. Hast du so ein paar Allüren? Schau, ich bin Tenor. Wir sind der Mittelpunkt von dem Universum. Wie wechselt ein Tenor der einen Glühbirne? Oha. Er steht so in der Welt direkt um ihn. Aber das sitzt bequem. Das ist gut, ne? Ja, endlich. Eigentlich müssen wir jetzt nochmal probieren, wie das wirklich auch als Bett ist, weil du schläfst ja hier auch drauf. Das stimmt. Also ich wollte damit nicht sagen. Also, nein, bitte. Ein unanständiges Angebot wird oft gerne angenommen. Ich finde, der Elvis und der Freddy, die haben da jetzt endlich einen würdigen Stauraum verdient, Gott sei oder? Dank, ja. Was ist denn überhaupt deine Lieblingsrolle? Und natürlich, Elvis hat meine Karriere komplett geändert, weil ich war vorher ein Opernsänger, nur Opernsänger. Und das verlangt von einem die allerbeste von seinen Können als Schauspieler und Sänger. Kriege ich noch eine Madame Butterfly? Darf ich mich denn anders sagen? Ja, ist gebombt. Ja, der Herr muss sich dafür noch anziehen. Dich in Schale geworfen. Mama mia. Naja, wenn man nicht singen kann, muss man eine gute Garderobe besitzen. Also das glaube ich nicht, dass du nicht gut singen kannst. Nee. Ich möchte mich bedanken. Wow. Es ist unvorstellbar. Es ist schon schön. Ich kann nur sagen, so hat sich ja noch nie jemand für meine Arbeit bedankt.